Es ist ja schon so viel Gutes gesagt, nur eben noch nicht von mir. Ich habe wirklich einen Traum. Ich habe einen Traum einer neuen Bildungsoffensive. Ich wünsche mir, dass die Menschen in Deutschland lernen, was im Grundgesetz steht. Die Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und ich wünschte mir, dass wir auch den Artikel 2 noch kennen. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dann wären wir in der Bildungsoffensive. Dann wären wir in der Bildungsoffensive wenigstens wieder so weit, wie unsere Vorfahren 1794. Dort stand im preußischen Landrecht in Paragraph 10, die allgemeinen Rechte der Menschheit gebühren auch den noch ungeborenen Kindern schon von der Zeit ihrer Empfängnis. Und in Paragraph 11, wer für schon geborene Kinder zu sorgen schuldig ist, der hat gleiche Pflichten in Ansehung der noch im Mutterleib befindlichen. Ich wünsche mir, dass die Bildungspolitiker uns wieder zu dieser Erkenntnis führen.